Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute in der Sendung Megional geht es um Schlösser und um das Bergbaumuseum in Freiberg. Weitere Nachrichten haben wir im Gepäck und wir schauen auf das Regionalwetter. Also bleiben Sie dran. Glück auf TV, Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Üdvözlük oder willkommen zur ungarischen Woche in der Schwarzbärschenke. Vom 9. bis zum 19. März gibt es ungarische Speisen, ungarische Live-Musik, ungarische Lebensfreude. Lassen Sie sich kulinarisch verzaubern. Das alles in der Schwarzbärschenke im wildromantischen Schwarzwassertal bei Pobersau. Alle Infos unter schwarzbärschenke.de. Es ist schon wieder Freitagabend und wir schreiben den 10. März 2023. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und begrüße Sie ganz herzlich in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Megional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV. Ja, in unserem Sendegebiet gibt es ja genug schöne Ausflugsziele für das Wochenende. Und es mangelt nicht an prachtvolle Schlösser und Burgen. Zur virtuellen Pressekonferenz des Schlösserlands Sachsen wurde am Mittwoch Bilanz gezogen. Highlights im vergangenen Jahr waren dabei unter anderem die Burgen Triebstein und Mildenstein, die die Besucher auf moderne Art und Weise auf eine spannende Entdeckungsreise mitnehmen. Hier ein kleiner Einblick. Im Schlösserland Sachsen war im vergangenen Jahr so einiges los. Das erklärte Geschäftsführer Dr. Christian Striefler auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Zu den Highlights gehörten neben den großen Besuchermagneten wie Schloss Moritzburg auch die Burgen Kriebstein und Mildenstein. Denn dort setzte das Schlösserland auf neue Ansätze, um ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie zu bieten. Naja, der Hintergrund ist eigentlich immer unser Bestreben, die Vermittlung der Burg, des Schlosses und die Freude dabei in Einklang zu bringen. Wir wollen Freude verbreiten und wir wollen etwas vermitteln. Und wir wollen eben nicht nur irgendeine Spaßveranstaltung machen, aber wenn wir vermitteln, soll das Spaß machen. So würde ich es mal formulieren. Das ist so der Grundansatz, den wir eigentlich überall versuchen. Und da sind manche modernen, Hilfsmittel natürlich ein wahnsinnig gutes Mittel. Wir wollen ja eben bewusst auch nicht so sein wie ein manchen, insbesondere manchmal auch Kinder und Jugendlichen, langweiliges Museum, wo einfach nur Vitrinen sind und wo man eine Ritterrüstung einfach nur anschaut. Wir wollen gerade das Interaktive stärken und das soll Spaß machen. Und das ist, glaube ich, in Kriebstein, in Mildenstein, aber auch an anderen Orten sehr, sehr gut gelungen. Burg Mildenstein und Burg Kriebstein locken seit 2022 mit interaktiven Ausstellungen der besonderen Art. Besucher können dort den Schatz des Einäugigen heben und sich auf spannende Verfolgungsjagd begeben. Ein Spaß für Jung und Alt, der auch bei den Besuchern richtig gut ankommt. Diese zwei Sachen in Kriebstein und Mildenstein mit dem Tablet, dass man da das Schloss erkundet, dass man zum Schluss im Escape Room, in einem richtigen quasi Gefängnis landet, aus dem man sich durch kluge Antworten befreien kann, das ist praktisch ausgebucht. Also wir haben jetzt schon gute Vorbuchungszahlen für dieses Jahr. Im vergangenen Jahr waren die Slots, die Time, die Zeitmöglichkeiten praktisch immer ausgebucht. Das ist doch sehr befriedigend. Es kann nicht ewig viele, es muss zahlenmäßig eingeschränkt, aber das ist doch sehr, 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 sehr erfreulich. Und das Echo der Besucher
ist überwältigend. Spricht sich auch rasend schnell rum. Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert da hervorragend. Die beiden interaktiven Burgenerlebnisse haben damit trotz Corona-Pausen für einen Zuwachs der Besucherzahlen gesorgt. Wer jetzt auch Lust auf historischen Rätselspaß hat, kann schon jetzt Termine beim Schlösserland buchen. Beide Angebote sind dauerhaft auf dem mittelsächsischen Burgen zu finden. Jetzt werfen wir einen Blick ins Freiberger Stadt- und Bergbaumuseum. Seit 2021 ist das Museum aufgrund umfangreicher Baumaßnahmen geschlossen. Das Team arbeitet jedoch hinter den Kulissen fleißig an einer spannenden neuen Ausstellung. Das langgehütete Geheimnis ist gelüftet. Hinter den verschlossenen Türen des Freiberger Stadt- und Bergbaumuseums wird an einem ganz besonderen interaktiven Angebot gearbeitet. Am Mittwoch gab das Ausstellungsteam nun einen ersten Einblick. Zukünftig soll ein silberner Faden unter anderem durch die Bergbaugeschichte der Silberstadt führen. Auf verschiedenen Ebenen sollen die Besucher eintauchen können und Freiberg mit allen Sinnen erleben. Ein Projekt, für das sich das Team des Museums regionale Akteure mit ins Boot geholt hat. Neben einem Steinmetzmeister aus Bobritsch und einem Kunsthandwerker aus Seifen ist auch der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen mit an Bord. Lars Geithner testet das Angebot auf seine Machbarkeit und berät das Planungsteam bei der barrierefreien Umsetzung. So soll das Museum zukünftig für alle Personen, egal ob jung oder alt oder mit körperlichen Beeinträchtigungen, zu einem ganz besonderen Erlebnis werden. Die baulichen Maßnahmen dauern allerdings noch an. Wann die Ausstellung startet, kann zum jetzigen Zeitpunkt daher leider noch nicht gesagt werden. Das Team möchte jedoch in Zukunft immer mal wieder ein neues Geheimnis lüften, um die Vorfreude zu steigern. Ja, liebe Zuschauer von der Bergbauausstellung, kommen wir nun nochmal zur Sitzung des Kreistages des Landratsamtes in Mittelsachsen zurück. Und zwar stellt da Landrat Dirk Neubauer die Agenda für 2030 vor. Die Agenda steht auf 4 zentralen Säulen. Die erste ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung der Verwaltung erfolgt in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. Mit dem Ziel, modernes Arbeiten zwischen der Verwaltung zu ermöglichen, damit die Bürger ihre Bestreben möglichst online regeln können. Die zweite Säule, Nachhaltigkeit. Mittelsachsen soll Zentrum der erneuerbaren und nachhaltigen Wirtschaft werden. Dirk Neubauer erläuterte, Zitat, sind diese umweltfreundlich, ressourcenschonend, generationsgerecht, finanzierbar? Für den Bereich erneuerbare Energien wird eine Plattform geboten, auf der sich Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft vernetzen können. Zitat Ende. Die dritte Säule ist die Mobilität. Dirk Neubauer sagte Folgendes. Man müsse wegkommen von starren Buslinien, die den halben Tag leere Fahrzeuge von A nach B fahren, hin zu einer Rufmobilität, die gerade im ländlichen Raum eine echte Alternative zum Verkehr bietet. So der Landrat. Gemeinsam mit dem Verkehrsbund werden eine Neuordnung der Linien, eine bessere Abstimmung von Bus und Bahn sowie die Schaffung von Rufmobilität angestrebt, damit die Bürger ein modernes Mobilitätsangebot bekommen. Übrigens, bei der Rufmobilität geht es um einen Rufbus. Der Rufbus verkehrt zu ausgewiesenen Fahrplanzeiten, aber nur, wenn er gebraucht wird. Fahrgäste müssen sich dann eine Stunde vor Fahrantritt über eine Hotline anmelden. Die vierte Zentrale ist die Säule, die Ermöglichung. Das Modell des Kümmerns soll durch das Ermöglichens ersetzt werden, kündigte der Landrat an. Es soll um die Stärkung der Eigeninitiative gehen. Zugleich werden mehr Möglichkeiten geschaffen, um Bürger selbst in Verantwortung zu bringen. Mittelsachsens Landrat lädt alle Interessenten zum Mitgestalten ein. Dirk Neubauer sagte Folgendes, Zitat Anfang. Die Agenda erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Sie ist ein Ansatz. Wir brauchen eine Vision für diese Region. Wir müssen wieder mehr für etwas sein als gegen etwas. Wir haben eine Menge erreicht. Wir müssen gemeinsam ins Tun kommen. Nicht nur reden, sondern machen. Denn die Zukunft des Landkreises wird nicht nur für, sondern auch von seinen Bürgern gemacht. Zitat Ende. Ja, so viel dazu. Nun werfen wir einen Blick in die Polizeimeldungen.
Freiberg, kontrolliert und erwischt. In der Elisabethstraße hielten Polizisten am Mittwochnachmittag einen Pkw-VW an und unterzogen ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der 52-jährigen Fahrerin. Ein mit der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Für die deutsche Staatsangehörige folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung ihres Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Olbernhau, Beute in Kleintransporter gemacht. Tatverdächtige ermittelt. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamten des Polizeireviers Marienberg am 8.3. ein Diebstahlsdelikt schnell aufklären und zwei jugendliche Tatverdächtige ausfindig machen. Gegen 4.35 Uhr war zunächst der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters fort zu seinem im Brettmühlenweg abgestellten Fahrzeug gegangen. Als er ankam, bemerkte er, dass die Innenbeleuchtung brannte. Augenblicke später erkannte er zwei Personen, die sich in dem Fort zu schaffen machten. Als er sie ansprach, flüchteten die Ertappten augenscheinlich mit Diebesgut aus dem Kleintransporter in Richtung eines angrenzenden Parkplatzes. Der Geschädigte rannte den Flüchtenden hinterher, verlor die Täter jedoch aus den Augen und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte das Duo über die Seitenscheibe die Tür des Forts geöffnet und aus dem Inneren unter anderem eine Geldbörse, ein Smartphone, eine Sonnenbrille sowie Lebensmittel und Werkzeug entwendet. Während der Anzeigeaufnahmen wurde den eingesetzten Beamten ein Zeugenhinweis bekannt, wonach einer der Tatverdächtigen in einem Hauseingang im Umfeld des Tatortes verschwunden war. Infolgedessen begaben sich die Polizisten dorthin und stellten in einer Wohnung des Hauses die beiden 14- und 15-jährigen Tatverdächtigen fest. Nach ersten Befragungen fanden die Polizisten einen Teil des Diebesgutes, Werkzeug, Sonnenbrille und Lebensmittel, aus dem Fort in einem Gebüsch nahe des Tatortes. Der Wert der fehlenden Gegenstände beziffert sich auf ca. 1000 Euro. Die Ermittlungen gegen die Deutschen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern indes an. Wie das Wetter für das Wochenende aussieht, erfahren wir gleich von Thorsten Lange im Regionalwetterstudio. Aber vorher haben wir noch eine Produktwarnung für Sie. Es geht um Käse. Danny Obst, bitte. Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West EG informiert über den Rückruf des Artikels Hofburger Cordonkäse leicht. Laut Unternehmen kann in einzelnen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass sich Kunststofffremdkörper im Artikel befinden. Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitterholz und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen. Der betroffene Artikel wurde in Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd verkauft. Verbraucher, die den betroffenen Artikel gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren. Artikeldetails: Hofburger Crottonkäse leicht. Inhalt 250 Gramm Beutel. Mindesthaltbarkeitsdatum ist der 3.4.2023. Verkauft via Aldi Nord und Aldi Süd. Der betroffene Artikel kann in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten und andere Produkte der Molkerei Milchwerke Oberfranken West EG sind von dem Rückruf nicht betroffen. Das Regionalwetter wird Ihnen präsentiert von Deprog. Mit uns ist immer Rausgehwetter. Aktuelle Angebote sehen Sie gleich. Deprog, Hauptsache draußen. Heute frühlingshaft mild, morgen wieder winterlich kalt. Kaum vorstellbar, wird aber so auf uns zukommen. Und damit willkommen zum Glück auf TV-Wetter, liebe Zuschauer. Das ist ein ziemliches Hin und Her mit dem Wetter in diesen Tagen und den folgenden Tagen auch. So schnell kann man förmlich die Gefühle gar nicht wechseln. Aber tragen wir die Hoffnung in uns, dass auch diese Phase irgendwann wieder vorübergeht. Tief Diethelm sorgt zumindest für einen stürmischen, schnellen Wechsel von den Frühlingsgefühlen heute zu den Winterallüren morgen. Und damit sind wir auch schon beim Wetter der kommenden Stunden. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt. Aus den dicken Wolken fällt anfangs noch Regen. Dieser geht aber rasch in Schneeregen und Schnee über. Und morgen früh gibt's dann beim Blick aus dem Fenster wieder eine Winterlandschaft zu sehen mit durchaus einigen Zentimetern Schnee.
Beim Blick auf die Temperaturen, da gehen wir mit Werten zwischen 7 und 4 Grad in den Abend und lesen morgens dann zwischen minus 2 und minus 4 Grad an den Thermometern ab. Der Wind weht anfangs aus Südwest, dreht dann auf Nordwest und weht im Mittel mäßig bis stark, zwischen 20 und 40 Kilometer pro Stunde, sowie in Böen stark bis stürmisch, zwischen 45 und 65 Kilometer pro Stunde. Am Samstagmorgen ist der Himmel dann weiter bedeckt und es schneit verbreitet. Die Niederschläge ziehen aber im Tagesverlauf raus, sodass uns anschließend ein stark bewölkter Himmel erwartet, der am Nachmittag durchaus sogar mal aufreißen kann. Mit einem bewölkten Himmel gehen wir dann in den Abend und in die Nacht zum Sonntag. Schauen wir auf die Tagestemperaturen. Morgens liegen diese zwischen minus 4 und minus 2 Grad, klettern dann auf Werte zwischen minus 1 und plus 2 Grad am Nachmittag. Der Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach. Er bläst anfangs im Mittel mit Geschwindigkeiten zwischen 35 und 40 Kilometer pro Stunde, in Böen nochmal bis an die 65 Kilometer pro Stunde. Abends dann nur noch leicht mit um die 10 Kilometer pro Stunde. Und so endet diese Wetterwoche und starten wir in die neue. Hier ist der Ausblick auf Sonntag und Montag. Am Sonntag dominieren weiter die Wolken. Auflockerungen sind eher selten. Am Mittag und Nachmittag muss im Sendegebiet auch wieder mit leichten Niederschlägen in Form von Regen oder Schnee gerechnet werden, je nach Höhenlage. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen minus 3 Grad am Morgen und plus 3 Grad am Nachmittag. Der Wind weht im Mittel schwach zwischen 11 und 20 Kilometer pro Stunde aus Südwesten. Die neue Woche startet wieder etwas milder mit vielen Wolken und leichten Regenschauern. Vereinzelte Auflockerungen sind ebenfalls möglich. Die Tagestemperaturen liegen wieder im positiven Bereich, zwischen plus 3 und plus 10 Grad. Der Wind legt wieder zu und weht weiter aus Südwesten im Mittel schwach bis mäßig, zwischen 13 und 26 Kilometer pro Stunde und in Böen nochmal zwischen 35 und 50 Kilometer pro Stunde. Am Dienstag zeigen die Modelle dann nochmal mildes Wetter an und am Mittwoch genau das umgekehrte Wetter, dann sind Schneesignale und Temperaturen im Minusbereich wieder zu sehen. Das wechselhafte Wetter geht also weiter. Und mit diesen Aussichten wünsche ich Ihnen nun ein erholsames Wochenende und dir, Kevin, ebenfalls einen entspannten Feierabend und Wochenausklang. Thorsten, vielen Dank, den wünsche ich dir natürlich auch und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon wieder mit Regional für den Freitag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie einfach die verpasste Sendung in unsere Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv oder auf unserem YouTube-Kanal Glück auf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie am Montagabend wieder einschalten. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und bis Montag. Entdecke die Bekleidungswelt von Deprog am Abrahamschacht in Marienberg oder im Netz unter www.outdoor-shop.com. Jetzt Freunde werben und dafür vom 4. bis 11. März für beide jeweils ein Geschenk im Wert von bis zu 20 Euro bekommen. Also weitersagen lohnt sich. Deprog, hol dir den Elch!